ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وآلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister, liebe Mitmenschen. Allah Ta'ala hat uns viele Gesandte gesandt, die uns Offenbarung, die uns Rechtleitung, die uns den Weg zu Allah gezeigt haben und in uns durch Wissen hinterlassen haben. Und im Koran heißt es dazu, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفارق بين أحد من رسوله لا نفارق بين أحد من رسوله. Das bedeutet, und wir unterscheiden nicht zwischen den Gesandten. Das ist eine Grenze für die Ahlus Sunna. Allah Ta'ala hat uns eine Grenze dadurch gegeben. Er hat uns eine Grenze gegeben für die Propheten und für die Sahaba. Denn manche Leute sagen, Imam Ali radiallahu anhu hätte der erste Khalife sein sollen, aber Abu Bakr radiallahu anhu war der erste Khalife. Wir unterscheiden in dieser Hinsicht nicht, wer der erste Gesandte sein soll, sondern wir akzeptieren das, wie es geschehen ist, wie es von Allah geschrieben ist. Denn die Sahaba waren rein. Keine Frage, Imam Ali radiallahu anhu ist von reinem Blut, das Blut des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das ist das, worin wir unterscheiden können, aber wir machen uns die Grenze, indem wir nicht unterscheiden wegen dem Blut und sagen, Imam Ali hätte der erste Khalife sein sollen. Das ist die Grenze für die Ahlus Sunnah. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns gesagt oder hat gesagt, ich hinterlasse euch zwei Dinge, den Koran und meine Ahlul Bayt. Das bedeutet meine Nachkommenschaft. Das heißt, Imam Ali radiallahu anhu, der vierte Khalife, hat von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam etwas geerbt. Und so sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Propheten hinterlassen keinen Reichtum, sie hinterlassen also kein Gold, keine Wertsachen, sie hinterlassen Ilm, sie hinterlassen Wissen. Das Wissen, was von Herz zu Herz weitergegeben wird, das vollkommene Wissen, wurde von dem Prophet sallallahu alaihi wasallam an die Ahlul Bayt übertragen, an seine Nachkommenschaft, an Imam Ali, das vollkommene Wissen. Abu Bakr hat auch etwas von dem Wissen bekommen. Umar radiallahu anhu hat auch etwas von diesem Wissen bekommen. Uthman radiallahu anhu hat etwas von diesem Wissen bekommen. Und Imam Ali hat das Murshid Ilim, das vollkommene Ilim, bekommen von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, er hat das komplette Paket bekommen und es wird weitergegeben und weitergegeben an die Ahlul Bayt. Deswegen sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meine Ahlul Bayt sind wie ein Schiff. Wer hinauf sitzt, kommt sicher übers Wasser. Das heißt, das Wasser ist die Dunya. Wir werden nicht auf der Dunya untergehen, wenn wir uns an den Ahlul Bayt festhalten. Wenn wir uns an dem vollkommenen Wissen festhalten, an dem reinen Wissen, was über die Generation, über die Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam von Herz zu Herz weitergegeben wurde.
so wie Imam Azam radiallahu anhu rahimullah alayhi, als er zu Jafar Sadiq radiallahu anhu gekommen ist als sein Schüler und er den Stock des Propheten sallallahu alaihi wasallam in seiner Hand gesehen hat und diesen Stock küssen wollte und Jafar Sadiq radiallahu anhu diesen Stock hinter seinen Rücken versteckt hat und Imam Azam erwiderte: Möchtest du mich diesen Stock nicht küssen lassen? Und er sagte: Du möchtest den Stock küssen, obwohl das Blut vor dir steht. Das heißt, das Blut des Propheten sallallahu alaihi wasallam floss durch Jafar Sadiq radiallahu anhu. Und Imam Azam Abu Hanifa hat das erkannt, hat seinen Fehler in dieser Sache erkannt. Das heißt, die Liebe zu Ahlul Bayt ist nicht zu umgehen. Wir müssen die Ahlul Bayt lieben, wir müssen den Prophet sallallahu alaihi wasallam lieben und seine Nachkommenschaft lieben. Wer die Chance bekommt, einem Ahlul Bayt, einem von den Propheten, einer von der Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu begegnen, wirklich, wenn es wirklich jemand ist, Allahu alam, denn es gibt manche, die es vielleicht sagen und es vielleicht auch nicht sind, Allah weiß am besten, möge Allah uns die Wahrheit zeigen. Wenn wir die Chance haben, so einem zu begegnen, sollte man sich an diesen festhalten, denn sie sind die Erben des vollkommenen Wissens. Das heißt, sie sind für uns unser Schiff, damit wir auf dieser Dunya nicht untergehen. Sie sind dafür da, um uns mit dem Wissen ein reines Buch am Yom al-Qiyamah zu haben, was uns vorgelesen wird über unsere Sachen, über unsere Taten. Sie sind dafür da, um uns Schutz zu geben. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat Imam Ali vieles nützliches Wissen gegeben. Das sagt er auch in einer Überlieferung. Damit es klar wird, dass Imam Ali radiallahu anhu der Empfänger des vollkommenen Wissens ist, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Ich bin die Stadt des Wissens und Imam Ali ist das Tor radiallahu anhu. Wer zu mir gelangen möchte, muss zuerst zu Ali. Das heißt, wie ich schon vorhin betont habe, die Sahaba haben etwas vom Propheten sallallahu alaihi wasallam geerbt, etwas von dem Wissen geerbt, aber das vollkommene Wissen, was auch die anderen Sahaba bekommen haben, haben die Ahlul Bayt bekommen und es geht von Herz zu Herz. Was ist damit gemeint? Mit Imam Ali ist das Tor zum Wissen, zu der Stadt des Wissens, zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er hat das Wissen, wie wir zum Propheten gelangen können. Das ist etwas Spirituelles, etwas, was ein Führer braucht. Denn Imam Azam radiallahu anhu, Imam Abu Hanifa sagt: Es ist leichter, einen Berg an einem Haar zu transportieren, als sich selber aus sich zu befreien. Das bedeutet, es ist leichter, einen Berg an einem Haar hochzuheben, als sich selber aus seinem Ego, aus seinem Nefs zu befreien. Das bedeutet, ein spiritueller Lehrer ist nötig, um sich von dem Nefs zu befreien, um die Wahrheit zu erkennen, um sich an seinen Beat bei Allah Ta'ala zu erinnern. Als wir alle sagten, ja, du bist unser Rabbi, als Allah unsere Seelen versammelt hat. Wer keinen spirituellen Lehrer, wer keinen Führer hat, also einen Ulama, einen Gelehrten, einen Sheikh, der wirklich das reine Wissen hat, die Grenzen der Ahlus Sunnah kennt und einen Schüler auf dem geraden Weg führen kann, ihn erziehen kann, in Hinsicht seines Akhlaq, seines Charakters, seiner Charaktereigenschaften, seines Adab, seines Iman, der wird den Shaitan als Lehrer haben, der wird große Probleme haben in Dunya und in Akhira.
Möge Allah Jalla Jalalahu uns ermöglichen, einen guten Lehrer zu finden, an dem wir festhalten können. Vielleicht ein Ahlul Bayt, denn die Ahlul Bayt sterben nicht aus bis zum Yawm al-Qiyamah. Das heißt, sie sind noch unter uns. Das heißt, wir müssen uns gut umsehen, wem wir folgen. Das heißt, wer ein Ahlul Bayt begegnet, sollte sich an diesen binden. Möge Allah Ta'ala uns das ermöglichen, uns an einen Ahlul Bayt zu binden. Oder an einen vollkommenen Führer, einen guten Sheikh, einen guten Imam, einen guten Hodja, der uns in Akhlaq, Adab, unseren Iman stärkt und uns zu Allah führt und uns Gutes beibringt für die Dunya und Nützliches gibt für den Akhira. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.